Ich glaube, wir sind hier durch mit den Quests, das erste. Das heißt, wir setzen Kurs auf den Devil Beach. Sehr weit in die Ferne. Und schlachten uns auf Level 28. Wobei, warte mal, warte mal, warte mal. Bevor ich es vergesse. Wir haben doch gesammelt. Und das nicht wenig. Wir haben doch gesammelt und das nicht wenig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 5160, wie ich es mir gedacht habe. Wunderbar. Die schnalle ich mir gerade mal in die Röhre rein, diese ganzen Dinger hier. Warte, warte, einen habe ich noch. So, und wir sind fast Level 24. Habe schon erwähnt, dass ich Experte auf diesem Gebiet bin. Das heißt, ein Agi hinzufügen. Denn wir brauchen Evasion, um zu evaden. Klingt doof, ich weiß, ist aber logisch, ne? Weil was dich nicht trifft, macht dir keinen Schaden. Also jetzt setzen wir Kurs. Gut. Rein theoretisch müsste ich den Kollegen Commander jetzt treffen. Ich möchte es nicht ausprobieren. So, der Robert ist da. Ja, moin. Ich schiefe gerade mal zum Devil Beach. Ich könnte vielleicht noch ein paar Drachenköpfe mitnehmen. Eins, zwei, drei. Okay, fast. Wie viel XP bekommen wir? 250 ungefähr. Okay, ein paar Drachenköpfe. Ich gehe damit die nächste abgeben. Na, komm. Mach nicht diesen. Sag, mach nicht diesen. Ich brauche noch mal ein Level, dass der hier richtig bumst, ne? Ist klar. So, okay. Ich glaube, ich soll vielleicht einfach echt durchdüsen. Ist das White Demon? Shock Trooper? Das sind die normalen.
Demon Commander ist gerade. Oh, das ist eine Kiste, warte mal. Aus den Kisten sollen jetzt echt gute Sachen rauskommen. Wir gucken gerade mal rein. Geld. Geld, Geld, Geld. 200 Stück davon. Ich habe nicht ein Geld gefunden, nein, ich habe 200 Geld gefunden. Finde ich okay. Gar nicht verwerflich. So. Die sind Level 27. Die Geister werden an die 30 sein. Düsen wir gerade mal nach hinten und gucken mal. 32, jo. Ich möchte eigentlich so den Devil Soldiers, weil die kann ich beheaden. Die machen eigentlich relativ viel Sinn. ...360 XP. Einmal rundum, ne? Wisst ihr Bescheid? Das ist immer eine Kiste. Ich finde, die Kisten haben sie ein bisschen reduziert von der Anzahl her. Oh, lila. Oh. 600 XP, meine Freunde. Das ist geil. So muss das aussehen. Okay. Die Kiste nehme ich auch gerade mal mit. ...250 Kröten. XP... ...fast 700. Geht eigentlich. Das geht eigentlich. Mal gucken, ob Jo immer noch so viel XP bringt. Nee, ich glaube, das haben wir inzwischen gefixt. Ich glaube, das ist inzwischen gefixt. So, warte mal. Wasser. Ich benutze erstmal die hier, die sind eh geboundet. Ich brauche halt mehr Mana, als ich momentan aufweisen kann. Ah, blöd. Also entweder regelmäßig mal hier so ein Ding reinzischen oder Pause machen. Warte mal, ich bin Experte auf diesem Gebiet, lass mich. Ja, das ist echt knapp von 1 Mana her. Ich brauche Meditation. Ich brauche echt Meditation, ne? Okay. Mal gucken, ob mein Mana noch leer kriegt bis zum Level Up. Hätte ich quasi einmal Mana voll gratis. Einmal Mana voll gratis, ne? Das musst du auch erstmal zustande bringen, sag ich mal. Warte, ich knöpfe mir nochmal einen vor. Und einmal Mana voll gratis. Level 24. Ich setze gerade meinen Skill höher. Damit ich ein bisschen mehr Bums mache. Droppen die nicht auch Köpfe? 3 Stück habe ich bisher schon. Okay. Ich setze mal Agi weiter hoch. Wunderbar.
Alles wie gewohnt. So wie es sein muss in Death and Lila. Der ist noch lila, der Kollege. Oh, ich habe einen Breaking Point, was XP angeht, erreicht. Nicht schlecht. Wir bekommen nur noch knapp 10%. Letztes Level war es bedeutend mehr. Aber okay. Gut, die sind auch nur noch rot, also nur noch 500 XP, aber trotzdem, wir haben so ein bisschen den Punkt erreicht, ne? Jetzt geht trotzdem noch schneller, aber hey. Ich muss jetzt echt das Level 30 erreichen, damit ich irgendwie weiterkomme, ne? Von der Questline her, sag ich mal. Och, hier, ich muss auffüllen, warte. Ich glaube 32 oder so kommt Meditation. Das wäre schon mal echt viel wert. Wenn ich ein bisschen Mana zurückkriege. Wäre echt viel wert, ne? Geldtechnisch sieht ganz okay aus. 800 XP für so einen Geist, okay. Schwupps, nächster Geist bitte. Jetzt gehen Sie mal nicht auf den Geist. Ich weiß ja nicht, ob es effektiv ist, diese Dinger hier wegzurotzen, weil wir von denen kein Mana zurückbekommen. Ich laufe vielleicht einfach mal durch. Ich glaube, das wäre ein guter Plan. Ich laufe mal durch. So, da hätten wir da lilane Viecher. Lilane Viecher. Immer diese Stolpermechanismen über die eigene Zunge, ja, wahnsinnig. Knapp 200 Schaden mache ich hier. Oder auch 300. Und hier ist die XP wieder in Ordnung. Das ist okay. Ich muss halt echt saumäßig oft drauf schießen. Ich muss halt echt saumäßig oft drauf schießen. Wunderbar. Zweite Art von Kopf habe ich auch schon bekommen. Ich glaube, ich mache noch bis 28 oder sowas. Dann gehe ich wieder Royal Inspector Quests machen, dass ich 30 machen kann. Ja, schreiben kann ist ein Vorteil. Hallo, ich bin's. Ja, ich habe kein Mana, das ist... Ich bin Experte auf diesem Gebiet, noch Fragen? So, okay, die hätten wir jetzt mal ganz kurz umgeplättet, die zwei... Ich überlege gerade, was ich jetzt genau machen möchte. Also ich möchte auf jeden Fall Jo einen Besuch abstatten. Und gucken, ob Jo immer noch so gut XP gibt, ne? Wenn ja, erstmal ausnutzen. Oh. Und wenn nicht, dann haben wir es getestet, ne? Da, einmal beheaden. Ich brauche mehr Mana.
Ich brauche mehr Mana. Möchte aber nichts dazu zählen, weil das Punktverschwendung ist. Wie ich finde. Oh, drei Stück, wer es schaffen? Das sehen Sie in der nächsten Folge. Ich würde mich jetzt ganz gerne mal an die Swords ranwagen. Einfach weil die Köpfe droppen, die ich noch brauche. Und weil ich mir da auch Jo erhoffe. Wie gesagt, ich bin neugierig, was dein XP bringt. Ob es immer noch so ist, wie wir es in der Beta hatten. Also, soweit ich weiß, ist Jo gefixt, seine XP. Denn soweit ich weiß, hat da jemand eine Null zu viel dran geschraubt. Nicht nur bei Jo, sondern auch bei seinen Kollegen. Also Mark Wang, wie sie alle heißen. Und der geht auf Tuchfühlung. Okay, ich verstehe schon. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du einfach so umfallen würdest, ne? Tschüss. Gut, da sind noch mal ein paar Twin Blades, die mache ich auch noch mit. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ach, dein Ernst. Ja, wegen 1%, ne? 1% HP. Mit Gott weiß, wie wenig Damage er noch hatte. Ey, nicht zu glauben, ne? Wie ist der Unterschied eigentlich? Okay, schon ein signifikanter Unterschied. Da hätten wir den ersten Bow, die muss ich auch noch machen. Wie gesagt, ich möchte von jedem einen Kopf haben. Wie viele Medics habe ich noch? Das ist mit der Medizin wird gleich ein Problem darstellen. Bin ich mir ziemlich sicher. Warte, ich nehme erstmal den Bogentypen vor. Ich glaube, dem mache ich sogar mehr Schaden als ein Twinblade, kann das sein? Kopf ist da. Sword baue ich auch gleich noch. Ich mache als nächstes die Swords und dann fehlen noch Spears. Dann hätte ich die Köpfe alle durch. Und Jo müsste da unten oben stehen. Gerade zwei Viecher am Ranzen, ist nicht so gut. Wobei, ich könnte eigentlich da vorbeirennen in die Safe rein, ne? Wäre auch möglich. So, erstmal den Sword hier. Der ist im Level halt wieder so weit oben, dass ich ihm kaum Schaden mache, ne? Und mit den Spears wird richtig lustig werden. Da muss ich, glaube ich, erst 25 werden. Damit das ein lukratives Geschäft wird. Glaube ich zumindest mal. Wir werden es gleich sehen. Habe ich schon ein Swordhead? Wahrscheinlich nicht, ne? Bow. Yo, wir hätten einen, okay. Wir hätten auf jeden Fall einen. Yo! Yo, in the background. Ich weiß nicht, ob ich den treffe. Wahrscheinlich 10 Damage oder so. Ich hoffe, ich treffe ihn mal. Wie gesagt, Yo habe ich lieb gewonnen durch die Beta. Mal gucken. Oh, geil. Yo, scheiße was.
Da unten steht eine Kiste.